Ich möchte euch wieder mal eine absolut geniale Webseite vorstellen. Unter map.geo.admin.ch hat der Bund seine Schatztruhe geöffnet und dort ein riesiges Kartenmaterial gratis online gestellt. Wenn man jetzt diese Seite öffnet, kommt sie im Maßstab 1 zu 1 Million. Man hat aber die Möglichkeit, wirklich bis auf 1 zu 25.000, um noch kleiner zu gehen. Also ich sehe alle Details. Ich kann alles suchen. Es sind über 193.000 Namen hinterlegt. Also man findet fast alles in der Schweiz. Und man kann unheimlich viele Suchkriterien eingeben, wie man das Ganze haben will. Natürlich kann man diese Karten dann problemlos farbig auch ausdrucken. Es sind unheimlich viele Berggängerrouten hinterlegt, und zwar die typischen, wie wir sie in der Schweiz kennen. Das heißt, Wanderwege sind gelb markiert, Bergwanderwege rot und alpine Wege sind blau markiert. Die Karten lassen sich dann im A4 ausdrucken und diese Wege, die hinterlegt sind, diese Routen, sind über 70.000 Kilometer lang. Das heißt, das ist fast zweimal um die Erde. Und wir geben da jetzt mal was ein. Ich gehe hier oben in die Suchmaske und gehe mal in die Berge, zum Beispiel nach St. Moritz, und klicke hier drauf und sofort bin ich in St. Moritz. Ich habe hier die Möglichkeit, über das Minus und Plus kleiner zu gehen. Okay, jetzt haben wir St. Moritz kleiner. Ich sehe den Julierpass und Pontresina und alles, was es ist, bis nach Davos. Und jetzt kann ich in die Suche gehen. Jetzt könnte ich doch mal sagen, such mir mal nach Wand. Und schon sind die Wanderwege, ich klicke hier drauf, und alle Wanderwege sind hier hinterlegt. Wenn ich hier wieder größer gehe, sehe ich hier die blauen und die roten Wanderwege. Ich gehe wieder kleiner. Alle Sachen, die ich so gemacht habe, kann ich hier über dieses Häkchen aus- und auch wieder einblenden. Jetzt können wir eine zweite Suche starten und zum Beispiel können wir jetzt mal schauen, ob es in diesem Gebiet Steinböcke gibt. Ich gebe mal Steinbock ein und da steht Steinbockkolonie. Klicke mal hier drauf und jetzt sehe ich überall hier, wo das so violett-blau hinterlegt ist, gibt es Steinböcke. Das ist jetzt aber ein bisschen zu penetrant, aber sogar hier kann ich die Opazität herunternehmen, dass ich das wirklich sehe. Finde ich wunderschön gemacht. Jetzt könnten wir noch eine dritte Suche eingeben. Machen wir das mal. Und bei uns gibt es sogenannte Banngebiete für das Wild. Da darf man nicht jagen. Ich blende das mal ein. Und jetzt sehen wir überall, wo wir hier diese schraffierten Flächen haben, hat das Steinwild hat so Rückzugsgebiete. Okay? Wenn ich das jetzt möchte, kann ich da einfach die Karte zum Beispiel einbinden oder ausdrucken. Jetzt sehe ich da im Maßstab 1 zu 200.000 wäre das dieses Gebiet um St. Moritz. Ich sage mal drucken. Jetzt generiert er mir ein PDF. Okay. Nicht so gut. Doch, es kommt noch. Wunderbar. Und wir sehen genau, wie es aussieht. Ich gehe nochmals hinein und sage jetzt mal, ja, ich möchte aber die 1 zu 25.000er Karte und ich sehe jetzt genau, dieses Gebiet würde mir ausdrucken. Zoomen wir da mal rein und sehen wir da mal nach. Ah ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Gehen wieder ein bisschen raus. Ja, aber ich möchte hier den ganzen See und so. Und wirklich, wenn ich das jetzt drucke, generiert er mir wieder ein PDF. Er wechselt dann in die Ansicht. Und ich habe genau diesen Teil, den ich mir markiert habe, kann ich ausdrucken. Ich sehe genau, was für ein Maßstab das ich habe. Ich sehe hier die Wanderwege. Ich sehe hier sogar noch ein bisschen von diesem Gebiet, wo es Steinböcke haben könnte. Auch schön abgedämpft. Die Opazität ist runtergenommen. Und ich kann diese abspeichern, kann das machen. Völlig genial. Okay, ich gehe hier mal wieder raus. Und wirklich, wenn man hier hineingeht, ich habe wirklich detailgetreue Sachen und jeder, der wandert oder biket in der Schweiz, ist das ein wunderbares Eldorado. Nochmals die Karte map.geo.admin.ch.
wirklich eine sehr schöne Sache und ich bin sehr froh und brauche das recht oft, dass ich das machen kann. Hier hat man noch die Möglichkeit, ein Luftbild anzugeben. Selbst das ist möglich und da wird dann Google wirklich blass. Schauen Sie sich das mal an. Völlig genial in dieses ganze Ding hinein, wie man das machen kann. Eine absolut geniale Sache, vor allem für Wanderer und Biker. Schaut euch das mal an, wenn ihr ähnliche Interessen habt. Eine unheimlich gute Adresse. Viel Spaß!